Kapitel 29, Abschnitt 3: Die Ankunft des Gastes. Warum willst du es nicht als Befreiung aus dem Leid wahrnehmen, zu lernen, dass du frei bist? Warum willst du der Wahrheit, anstatt sie als Feind zu sehen, nicht entgegenjubeln? Warum scheint dir ein leichter Weg, der so klar markiert ist, dass es unmöglich ist, ihn zu verlieren, dornig, rau und viel zu schwer, um ihm zu folgen? Liegt es nicht daran, dass du ihn als den Weg zur Hölle siehst, statt ihn als simple Möglichkeit anzuschauen, dich ohne Opfer und Verlust im Himmel und in Gott zu finden? Solange dir nicht klar ist, dass du nichts aufgibst, solange du nicht verstehst, dass es keinen Verlust gibt, wirst du einiges Bedauern über den Weg empfinden, den du gewählt hast. Und die vielen Vorteile wirst du nicht sehen, die deine Wahl dir angeboten hat. Wenngleich du sie nicht siehst, sind sie doch da. Ihre Ursache ist bewirkt worden und sie müssen dort gegenwärtig sein, wo ihre Ursache Einlass fand. Du hast die Ursache der Heilung akzeptiert und daraus folgt, dass du geheilt sein musst. Und da du geheilt bist, muss die Kraft zu heilen nun auch dein sein. Das Wunder ist kein separates Ding, das mit einem Mal geschieht, als Wirkung ohne Ursache. Noch ist es in sich selbst eine Ursache. Doch wo seine Ursache ist, da muss es sein. Jetzt ist es verursacht, obwohl es noch nicht wahrgenommen wird. Und seine Wirkungen sind da, wenn auch noch ungesehen. Schau nun nach innen und du wirst zum Bedauern keinen Grund erblicken, sondern in der Tat die Ursache für freudiges Frohlocken und Hoffnung auf den Frieden. Es war hoffnungslos zu versuchen, die Hoffnung auf den Frieden auf einem Schlachtfeld zu finden. Es war vergeblich, ein Entrinnen aus der Sünde und dem Schmerz von dem zu fordern, was dazu gemacht ward, der Funktion zu dienen, Schmerz und Sünde zu bewahren. Denn Schmerz und Sünde sind nur eine einzige Illusion, so wie auch Hass und Angst, Angriff und Schuld nur eine sind. Wo sie ursachlos sind, sind ihre Wirkungen vergangen, und wo immer sie nicht sind, dorthin muss die Liebe kommen. Warum frohlockst du nicht? Du bist von Schmerz und Krankheit, von Elend und Verlust und allen Wirkungen des Hasses und des Angriffs frei. Nicht länger ist nun Schmerz dein Freund und Schuld dein Gott, und du solltest die Wirkungen der Liebe willkommen heißen. Dein Gast ist gekommen. Du hast ihn gebeten und er ist gekommen. Du hast ihn nicht eintreten hören, denn du hießest ihn nicht ganz und gar willkommen. Und doch sind seine Gaben mit ihm gekommen. Er hat sie dir zu Füßen hingelegt und bittet jetzt darum, dass du auf sie schaust und sie als dein eigen akzeptierst. Er braucht deine Hilfe, um sie allen zu geben, die für sich des Weges gehen und glauben, dass sie getrennt sind und allein. Sie werden geheilt sein, sobald du deine Gaben akzeptierst, weil dein Gast jedermann willkommen heißen wird, dessen Fuß den heiligen Boden berührt, auf dem du stehst und wo seine Gaben für ihn liegen. Du siehst nicht, wie viel du jetzt geben kannst, aufgrund all dessen, was du empfangen hast.
Doch er, der eintrat, wartet nur darauf, dass du dorthin kommst, wohin du ihn zu sein einlodst. Da ist kein anderer Ort, wo er seinen Gastgeber finden kann, noch wo sein Gastgeber ihm begegnen kann. Und nirgends sonst sind seine Gaben des Friedens und der Freude und all das Glück, das seine Gegenwart mit sich bringt, zu erlangen. Denn sie sind dort, wo er ist, der sie mit sich brachte, damit sie dein sein mögen. Du kannst deinen Gast nicht sehen, doch die Gaben kannst du sehen, die er gebracht hat. Und wenn du auf sie schaust, dann wirst du glauben, dass seine Gegenwart da sein muss. Denn was du jetzt zu tun vermagst, könnte nicht getan werden ohne die Liebe und die Gnade, die seine Gegenwart birgt. Also lautet die Verheißung des lebendigen Gottes, dass sein Sohn Leben habe und jedes Lebewesen Teil von ihm sei und dass nichts anderes Leben habe. Das, dem du sogenanntes Leben gabst, ist nicht lebendig und bloß Symbol für deinen Wunsch, lebendig zu sein, getrennt vom Leben, im Tod lebendig, wobei der Tod als Leben wahrgenommen wird und Leben als der Tod. Verwechslung folgt hier auf Verwechslung, denn auf Verwechslung und Verwirrung ist diese Welt gegründet und es gibt nichts anderes, auf dem sie ruht. Ihr Fundament ändert sich nicht, auch wenn es in ständiger Veränderung zu sein scheint. Was ist das anderes als der Zustand, den Verwirrung eigentlich bedeutet? Stabilität ist für die Verwirrten bedeutungslos und Wechsel und Veränderung werden zum Gesetz, auf welches sie ihr Leben gründen. Der Körper ändert sich nicht. Er stellt den übergreifenderen Traum dar, Veränderung sei möglich. Sich ändern heißt, einen Zustand zu erlangen, der anders ist als der, in dem du dich vorher befunden hast. Es gibt in der Unsterblichkeit keine Veränderung und der Himmel kennt sie nicht. Doch hier auf Erden hat er einen Doppelzweck, weil er verwendet werden kann, um Gegensätzliches zu lehren. Und dieses spiegelt nur den Lehrer wider, der es lehrt. Es kann den Anschein haben, als ob der Körper sich verändere, durch Zeit, durch Krankheit und Gesundheit und Begebenheiten, die ihn scheinbar anders machen. Doch das bedeutet nur, dass der Geist hinsichtlich seines Glaubens darüber, was der Zweck des Körpers ist, unverändert bleibt. Krankheit ist eine Forderung, dass der Körper etwas sei, das er nicht ist. Seine Nichtigkeit verbirgt, dass er nicht krank sein kann. In deiner Forderung, er solle mehr als das sein, liegt die Idee der Krankheit. Denn sie fordert, Gott solle weniger sein als alles, was er wirklich ist. Und was wird dann aus dir, denn du bist es, welchem das Opfer abverlangt wird? Ihm wird nämlich gesagt, ein Teil von ihm gehöre nicht länger zu ihm. Er muss dein Selbst opfern und durch sein Opfer wirst du mehr und er wird weniger, da er dich verliert. Und was von ihm gegangen ist, wird dein Gott und schützt dich davor, Teil von ihm zu sein. Der Körper, der gebeten wird, ein Gott zu sein, wird angegriffen werden, weil seine Nichtigkeit nicht begriffen worden ist. Und daher sieht es aus, als sei er ein Ding, das aus sich selbst heraus Macht hat. Als etwas kann er wahrgenommen werden und man kann glauben, dass er fühlt und handelt und dich als seinen Gefangenen im Griff hält. Und er kann darin scheitern, das zu sein, was du von ihm verlangst. Dann wirst du ihn um seiner Kleinheit willen hassen, ohne zu bedenken, dass das Scheitern nicht darin liegt, nicht mehr ist, als er sein sollte, sondern dass er nichts ist.
Seine Nichtigkeit jedoch ist deine Erlösung, vor der du zu fliehen trachtest. Als sogenanntes Etwas wird vom Körper verlangt, Gottes Feind zu sein und das, was er ist, durch Kleinheit, Grenzen und Verzweiflung zu ersetzen. Es ist sein Verlust, den du feierlich begehst, wenn du den Körper als ein Ding siehst, das du liebst, oder ihn als ein Ding betrachtest, das du hast. Denn sollte er die Summe aller Dinge sein, dann existiert, was nicht in ihm ist, nicht, und seine Vollständigkeit ist dessen Nichtigkeit. Dein Erlöser ist nicht tot, noch wohnt er in dem, was als Tempel für den Tod erbaut wurde. Er lebt in Gott und eben dies macht ihn für dich zum Erlöser und nur dies. Seines Körpers Nichtigkeit befreit den Deinigen von Krankheit und von Tod. Denn das, was dein ist, kann nicht mehr sein oder weniger als das, was sein ist.